was bei Elena auf dem T-Shirt stand, das habe ich auf einer Tasse. Ich habe mal in einer englischsprachigen Gemeinde gepredigt und als Dankeschön für meinen Dienst und als Erinnerung haben sie mir diesen Bibelvers auf einer Tasse geschenkt, also im Englischen dann I can do all things through Christ who strengthens me. Und es gibt tatsächlich nicht nur Tassen und T-Shirts von diesem Bibelvers, das müsst ihr mal suchen, es ist unglaublich. Es gibt Ketten, es gibt Handyhüllen, es gibt Pullover, es gibt Armbänder, ich habe Thermoskannen gefunden, es gibt fast nichts, was es nicht gibt mit diesem Bibelvers. Er ist vermutlich, das habe ich nicht kontrolliert, aber ich glaube, er ist einer der meistzitiertesten Bibelverse, die es gibt. Ich habe Sportler gesehen, die haben sich diesen Bibelvers auf den Arm tätowieren lassen, um dadurch sich selbst zur Höchstleistung zu motivieren. Ich will ihre guten Absichten nicht in Frage stellen, aber die Auslegung dieses Bibelvers so einseitig auf diese Richtung zu schieben, da bin ich eher unsicher, ob das der richtige Weg ist. Deswegen gibt es nämlich auch noch eine zweite Tasse, die ich entdeckt habe. Die sieht so aus. Da steht nämlich drauf, ich kann alles, wenn ich einen Bibelvers aus dem Kontext nehme. Ich kann alles, wenn ich einen Bibelvers aus dem Kontext nehme. Also, wir müssen diesen Bibelvers, wie jeden anderen Vers aus der Bibel natürlich auch, in seinen Zusammenhang lesen. Und dann ist da auf einmal die Rede von Geld, von Quittung. Dann ist da die Rede von Genügsamkeit und Zufriedenheit. Und es geht nicht so sehr um Paulus, den Supermann. Und das schauen wir uns mal an. Ich lese mal den Predigttext, könnt ihr gerne mitlesen. Philipperbrief, Kapitel 4, Abvers 10 bis 23. Ich lese nach der Basisbibelübersetzung. Merkt schon, im ersten Satz geht es gleich wieder um Freude. Paulus schreibt, ich habe mich sehr gefreut. Ich habe mich sehr gefreut und bin dem Herrn dankbar. Endlich hattet ihr einmal die Möglichkeit, mich und meine Arbeit kräftig zu unterstützen. Ihr hattet das ja schon immer vor, aber es gab keine Gelegenheit dazu. Ich sage das nicht, weil ich in Not bin. Ich habe gelernt, in jeder Lage allein zurechtzukommen. Ich kenne den Mangel, ich kenne auch den Überfluss. Alles und jedes ist mir vertraut, das Sattsein wie der Hunger, der Überfluss wie die Not. Ich bin allem gewachsen durch den, der mich stark macht. Jedenfalls habt ihr gut daran getan, an meiner Not Anteil zu nehmen und mir zu helfen. Ihr Philipper wisst ja selbst, wie es war. Damals brach ich aus Makedonien auf und fing an, die gute Nachricht zu verkündigen. Da gab es zwischen euch und mir ein gegenseitiges Geben und Nehmen. Das war mit keiner anderen Gemeinde so. Schon nach Thessalonik hattet ihr mir mehr als einmal etwas zu meiner Unterstützung geschickt. Ich frage nicht wegen der Gaben nach. Es geht mir vielmehr darum, dass euch der Ertrag daraus als Guthaben angerechnet wird. Ich habe wirklich alles erhalten und habe jetzt mehr als genug. Ich lebe geradezu in Hülle und Fülle. In Klammern, ich bin immer noch im Gefängnis. Seit ich von Ephroditus eure Gaben empfangen habe. Sie waren wie ein wohlriechender Duft, wie ein willkommenes Räucheropfer, das Gott gefällt. Und mein Gott, er wird euch alles geben, was ihr braucht. Er wird euch durch Jesus Christus am Reichtum seiner Heiligkeit, Herrlichkeit teilhaben lassen. Unser Gott und Vater regiert in Herrlichkeit für immer und ewig. Amen. Und dann Briefende, die Grüße. Grüßt alle Heiligen, die zu Jesus Christus gehören. Es grüßen euch alle Brüder und Schwestern, die mit mir sind. Außerdem lassen euch alle anderen Heiligen hier grüßen. Ganz besonders sende ich euch die Heiligen, die im kaiserlichen Dienst stehen. Die Gnade des Herrn Jesus Christus sei mit euch. Und dann ist der Philipperbrief zu Ende. Wie gesagt, nochmal zur Erinnerung, Paulus sitzt im Gefängnis, abgeschottet, isoliert, hinter Mauern. Wirklich keine schöne, angenehme Situation. Er muss mit dem Schlimmsten rechnen. Also auch damit, dass er die Haft nicht überleben wird, dass er hingerichtet wird. Und dennoch spricht dieser Text irgendwie so eine andere Sprache. Da kommt irgendwie so eine ganz andere Stimmung rüber. Und ich finde das ziemlich erstaunlich, wie das dem Paulus gelingt, aus diesem Loch, dieser dunklen Zelle auszubrechen. Also zumindest gedanklich. Denn das habe ich den Eindruck, dass er da komplett ausgebrochen ist und die Gedanken an die Gemeinde in Philippi helfen, ihn auszubrechen.
Die Gedanken an die Gemeinde helfen ihm, die tun ihm gut. Denn er merkt, ich bin zwar hier alleine, aber wenn ich an die Gemeinde in Philippi denke, in Klammern seine Lieblingsgemeinde, dann geht ihm das Herz auf. Dann fühlt er sich nicht mehr alleine, dann fühlt er sich verbunden. Und die Gemeinde hatte das ja ausgedrückt. Sie hatte eine große Kollekte gesammelt und hat ihm das zukommen lassen. Und er hat gespürt, ich werde unterstützt. Auch materiell haben die ihm Dinge gebracht. Und er hat das für sich als Zeichen gedeutet, Gott hat mich nicht vergessen. Ich bin gut versorgt. Ich bin allem gewachsen durch den, der mich stark macht. Nicht wenige Menschen haben genau diesen Bibelvers genommen als Sprungbrett, kann man ja auch gut machen, um dann steile Versprechen auszusprechen. Du bist allem gewachsen, du kannst alles schaffen, wenn du nur glaubst, und dann am besten gleich hinten dran, mit Gott kannst du über Mauern springen. Das klingt gut. Klingt wirklich gut. Also nicht, dass ich andauernd über Mauern springen möchte, aber das wäre doch was. Aber was ist, wenn das Leben, Elena hat das schon angedeutet, eine andere Sprache spricht? Was ist, wenn ich merke, naja, also so ganz bin ich dann doch nicht allem gewachsen. Ich pack das nicht, ich habe mich überschätzt. Nicht wenige suchen ja dann, zumindest geht es mir so, erstmal den Fehler bei sich selbst. Habe ich es irgendwie verbockt? Liegt an mir irgendwas? Bin ich falsch? Bin ich nicht gut genug? Habe ich nicht genügend vertraut? Aber ich glaube, genau diese negativen, diese defizitorientierten Fragen, die will Paulus gar nicht zulassen. Er will gar nicht, dass wir so denken. Das ist gar nicht in die Richtung. Also was ist das Ermutigende, was ist das Tröstende dieses Bibeltextes? Paulus sagt da nicht, er könnte, wenn er wollte, wie Mose das Meer spalten und wie Petrus übers Wasser gehen. Und er sagt auch nicht, wenn ich wollte, dann könnte ich locker mal meine Handschellen sprengen und den Kerkermeister überwinden, die Gefängniswärter überwältigen und 50 km/h aus diesem Gefängnis rauslaufen. Das sagt er nicht. Rein äußerlich ändert sich seine Situation ja auch nicht. Er ist und bleibt ein Gefangener in einer super unangenehmen Situation. Aber er lässt sich geistlich und mental nicht gefangen nehmen. Er lässt sich geistlich und mental nicht gefangen nehmen. Das ist meiner Meinung nach der Schlüsselgedanke. Paulus hat einen Weg gefunden, sich innerlich unabhängig zu machen, indem er sich abhängig macht von Jesus Christus. Er schreibt, ich habe das gelernt, unabhängig zu sein. Ich habe gelernt. Und das war nicht immer so gewesen. Das hat Zeit gebraucht. Das war ein Lernprozess. Ich musste es erst lernen, mein Vertrauen, meine Hoffnung, meine Stimmung unabhängig von solchen äußeren Lebensumständen zu machen. Den Wunsch, unabhängig zu sein, frei von Zwängen und äußeren Umständen, den kennen sicherlich viele von uns. Also wie wäre das, wenn wir unabhängig wären von unseren Mitmenschen, von dem, was unser Chef über uns denkt, wie er uns beurteilt, von den Nachbarn, von der Empfindlichkeit ihrer Lautstärke, also unserer Lautstärke, unserer Kinder, von den Befindlichkeiten von anderen Menschen, von gesellschaftlichen Normen, von Erwartungen, die an uns gestellt werden. Was wäre, wenn wir davon unabhängig wären? Paulus sagt sinngemäß, ich kann Hohes und ich kann Tiefes, ich kann Gutes und ich kann Schlechtes aushalten. Ich kann mit satt sein und Hunger, ich kann mit Überfluss und ich kann mit Not umgehen, denn es bestimmt mich nicht. Das ist der Hauptgedanke. Es bestimmt Paulus nicht. Wörtlich steht dort im Griechischen, ich bin stark durch den, der mich stark macht. Also doppelt, ich bin stark durch den, der mich stark macht, der mir die Kraft dazu gibt. Und diese Kraft, sich von Dingen unabhängig zu machen, sich davon nicht zu stark zu bestimmen zu lassen, die kommt nicht aus Paulus, sondern die kommt von dem, der ihm die Kraft dazu gibt. Und auf Elenas T-Shirt stand die alte Luther-Übersetzung. Die kennt ihr wahrscheinlich auch noch, die ist euch in den Ohren. Ich vermag alles durch den, der mich mächtig mag. Ich finde, das ist ein bisschen zu dick aufgetragen, weil mächtig, das klingt so fast nach allmächtig. Zumindest deuten wir das dann immer schnell dahin. Und das klingt ja tatsächlich nach Superman und Superwoman. Aber darum geht es nicht. Denn Paulus war alles andere als allmächtig.
Seine innere Unabhängigkeit war sehr oft bedroht. Einmal wurde er aus der Stadt geprügelt. Ein anderes Mal wurde er gesteinigt. Er wurde von Freunden fallen gelassen. Er hatte vermutlich eine chronische Krankheit. Und er gerät auch immer so wieder zwischen den Fronten, wird zum Spielball. Nicht einfach. Und das lässt ihm auch nicht kalt. Es gibt mehrere Stellen, die deutlich machen, dass Paulus tatsächlich auch da richtig drunter leidet, dass es ihm fast ein Schmerz ist. Aber er sagt, das bestimmt mich nicht in meiner Grundhaltung. Das ist das Starke. Es bestimmt ihn nicht. Es bestimmt nicht sein Leben, seine Perspektive. Er kann das alles aushalten, weil Christus ihn hält. Er kann das aushalten, weil Christus ihn hält. Ich bin allem gewachsen. Das ist kein Appell an uns, sondern das ist ein Zeugnis. Das ist eine Erfahrung, die Paulus gemacht hat und eine Erfahrung, die er sich für uns wünscht. Er wünscht sich, dass wir mit ihm einstimmen können, sagen, ja, ich bin allem gewachsen. Meinen beruflichen Situationen, in denen ich gerade stehe, die familiären Herausforderungen, die Beziehung, der Stress, der vielleicht da ist, die finanziellen Fragen, die gesundheitlichen Probleme. Er wünscht sich mit uns, für uns, dass wir sagen können, ich werde dem begegnen, ich werde mich dem stellen können, weil ich einen Rückenstärker habe, einen Lastenträger an meiner Seite. Letzten Sonntag war es der Pacemaker, heute ist es der Lastenträger. Und dabei geht es um eine Einladung von dem Lastenträger schlechthin, von Jesus. Die hat er ausgesprochen im Matthäusevangelium Kapitel 11. Jesus sagt, kommt zu mir alle, gibt keine Ausnahme bei mir, alle. Alle, die ihr euch abmüht und belastet seid, ich will euch Ruhe schenken. Nehmt das Joch auf euch, das ich euch gebe. Lernt von mir, also lernen, das ist wieder so ein Prozess. Das passiert nicht so automatisch, sondern wir müssen uns da auf den Weg machen, um etwas von Jesus zu lernen, dem Jesus-Style zu lernen. Ich meine es gut mit euch und sehe auf niemanden herab. Dann werden eure Seelen Ruhe finden, denn mein Joch ist leicht und was ich euch zu tragen gebe, ist keine Last. Das Bild vom Joch ist ja ein ziemlich altes Bild und mit dem können wir auch nicht viel anfangen. Ganz im Gegenteil, zur Zeit Jesu war das so super Alltagsbegriff. Und Joch, das klingt auch erstmal nicht so attraktiv. Das ist ja so ein Balken, den man irgendwie auf den Schultern hat. Habt ihr vielleicht schon mal gesehen bei Tieren, die so ein Gespann schleppen. Und wir würden wahrscheinlich als moderne Menschen gleich denken, boah, da bin ich ja eingeengt, da bin ich in etwas reingepresst. Und genau das wollen wir ja nicht. Wir wollen ja eher Freiheit und Unabhängigkeit. Aber dieser Satz, diese Einladung ist ein Kernsatz über das Selbstverständnis, wie Jesus sich sieht. Jesus verspricht nicht, unsere Schwierigkeiten wegzuzaubern, aber er verspricht, für uns da zu sein und unsere Last zu erleichtern. Unsere Last zu erleichtern, nämlich indem er sich zu uns stellt. Und das ist genau das, was Paulus erlebt. Er erlebt, wie Jesus sich zu ihm stellt in diese Zelle dort im Gefängnis. Und deswegen kann er auf einmal sagen, ich bin dem gewachsen, weil Jesus sich zu mir stellt. Jesus stellt sich zu dir in deine Situation. Das ist die ermutigende und tröstende Botschaft dieses Bibeltextes. Und wenn der Balken dich irritiert von einem Joch, dann sehe es vielleicht eher als einen Arm. Als in einen Arm von Jesus, den er um dich legt, um deine Schulter, um du deutlich zu machen, du trägst es nicht alleine. Ich trage das mit. Ich entlaste dich. Ich gehe neben dir her, damit du diese Situation aushalten kannst, damit du dem gewachsen bist. Ich trage mit. Ich will dich erleichtern. Jesus nimmt nicht alles ab, aber er will den Weg mitgehen. Und das ist Teamwork. Das bedeutet, gemeinsam unterwegs zu sein. Und deshalb, glaube ich, kann man auch auf eine gewisse Art und Weise sagen, ja, wir können das schaffen. Auch die Dinge, die wir für unmöglich halten. Nicht, weil wir uns selbst optimiert haben, und nur an uns selbst gut glauben müssen, sondern weil wir uns vertrauensvoll in Gottes Hände haben werfen lassen, weil wir mit seiner Hilfe rechnen. Oh, ihr habt mir gar nicht gesagt, dass ich das falsche Zitat angeworfen habe. Aber dazu komme ich jetzt, denn 2000 Jahre später saß ein anderer Mann ebenfalls im Gefängnis, Elena hat es schon angedeutet, und hat eine ganz ähnliche Erfahrung gemacht wie Paulus. Auch super unangenehme Situationen. Und wir wissen, auch seine Situation endete nämlich gar nicht positiv.
Und dennoch hat er erlebt, wie sich Jesus Christus in seiner Zelle sich zu ihm gestellt hat. Und deswegen konnte er diese berühmten Worte aus Widerstand und Ergebung sagen, jetzt lese ich sie nochmal vor. Ich glaube, dass Gott uns in jeder Notlage, also Dietrich Bonhoeffer sagt das, dass Gott uns in jeder Notlage so viel Widerstandskraft geben will, wie wir brauchen. Aber er gibt sie eben nicht im Voraus, damit wir uns nicht auf uns selbst, sondern allein auf ihn verlassen. In solchem Glauben müsste alle Angst vor der Zukunft überwunden sein. So eine starke Aussage, die entsteht ja nicht von heute auf morgen. Die haut man ja nicht mal so aus dem Bauch heraus. Sondern dieses Statement, das ist ein Ergebnis davon, sich täglich auf Jesus einzulassen. Es ist ein Ergebnis davon, täglich mit Jesus zu leben. Täglich wieder neu zu sagen, ich wache auf und ich vertraue diesen Tag dir an, Jesus. Wir haben im Männerhauskreis letzte Woche darüber gesprochen, wie sehr wir in der Versuchung sind, sofort das Handy vom Nachttisch zu holen, zu gucken, welche Nachrichten da sind. Aber lass uns doch starten mit dem Gedanken, ich vertraue dir diesen Tag an, ich gebe dich mir hin, Jesus. Ich strecke mich nach dir aus. Wie gesagt, es ist ein Lernprozess. Das dürfen wir bei all dem nicht vergessen. Paulus sagt in Vers 11, ich habe gelernt, mir genügen zu lassen. Paulus war nicht ein genügsamer Mensch von vornherein. Genügsamkeit ist ein Lernprozess. Oder wir würden vielleicht von Zufriedenheit heutzutage sprechen. Und dafür reicht auch nicht diese Predigt, diese 20, 18 Minuten. Und dafür reicht auch nicht dieser Gottesdienst. Da müssen wir uns auf einen Weg machen. Das Geheimnis der Zufriedenheit, von der Paulus hier spricht, das liegt in einer lebensverändernden Beziehung mit Jesus Christus. Und dann wird Paulus nochmal ganz praktisch und zeigt den Philippern, wie man so eine Zufriedenheit konkret lernen kann. Und das macht er, indem er ihnen eine Quittung ausstellt. Ja, wirklich wörtlich, er stellt ihnen eine Quittung aus. Das ist sowas wie so eine Sammelbestätigung, kennen wir vielleicht am Ende des Jahres, stellt der Kassenverwalter das zusammen und bestätigt dir, das hast du gegeben. Und genau das macht Paulus hier in Vers 18. Ich habe alles erhalten, unterschrieben mit meinem Brief. Und Paulus gebraucht hier auffallend viele Wörter aus der Finanzwelt. Er stellt hier eine Gewinn- und Verlustrechnung auf. Und mach klar, geben, das ist wie sehen. Wie sehen. Oder im Klartext, ihr erntet, was ihr seht. Er bestätigt ihn, ich habe eure Unterstützung gehalten, das Geld ist angekommen, ihr habt euch für mich eingesetzt und dieser Ertrag, der wird euch jetzt als Guthaben, Vers 17, angerechnet. Es kommt sozusagen als Segen zurück, als etwas, wo ihr wieder teilhaben könnt dran. Wichtig ist, Paulus geht es nicht um Gewinnoptimierung, es geht um eine Wechselwirkung. Euer Handeln hat Auswirkung. Also ganz konkret, wenn du Wertschätzung siehst, weil es dir wichtig ist, Wertschätzung auszustrahlen, dann streust du damit Saatgut aus, damit dann hoffentlich irgendwie eine Kultur der Wertschätzung entsteht. Es fängt aber damit an, dass du etwas aussehst, damit das auf andere abfärbt, das womöglich prägt und vielleicht so Kreise zieht. Ich habe mich geärgert, dass im Kontext des Abzugs aus Afghanistan die Soldatinnen und Soldaten in unserem Land ganz schönes Bashing erlebt haben. Ich muss dazu sagen, ich selber hätte wahrscheinlich verweigert, wenn ich in so einer Situation, also wenn ich hätte dienen müssen, aber ich habe ja viele Geschwister, aber das ist eine andere Geschichte, warum ich drum herum gekommen bin. Aber ich habe gedacht, das geht nicht. Wir können nicht so miteinander umgehen. Und ich bin Zug gefahren und habe auf dem Bahnsteig einen Soldaten getroffen und habe gesagt, ich möchte am liebsten zu ihm hingehen und ihm sagen, danke, dass du unserem Land dienst. Aber ich habe mich nicht getraut. Und ich musste umsteigen in Hannover. Und da stand wieder ein anderer Soldat. Ich sagte, jetzt gehst du hin. Und dann gab es doch wieder, der Zug kam und ich, naja, hatte nur eine gute Ausrede. Hat wieder nicht geklappt. Und dann in München. Dann setzte sich ein Soldat neben mich. Im Zug. Und wir sind eine halbe Stunde nebeneinander hergefahren. Und ich habe gesagt, gut, das ist die Chance. Und ich habe ihm gedankt, habe gesagt, ich danke Ihnen, dass Sie unserem Land dienen. Und er hat tatsächlich Freunde gehabt, die an dem Zeitpunkt auch in Afghanistan waren. Und wir kamen sehr gut ins Gespräch. Er war ein bisschen verwundert über mich, dass ich das jetzt so sage. Aber es war mir wichtig, Wertschätzung auszusehen, damit so eine Kultur irgendwie auf fruchtbaren Boden fällt und hoffentlich wächst. Also, zurück zu Paulus. Ihr erntet, was ihr seht.
Das kann man als Bedrohung sehen, als Druck. Wow, nur was ich ernte, was ich sehe, das kann ich auch ernten. Nee, ich sehe es als Chance, eine Wechselwirkung. Mit deiner Art, wie du Dinge gibst, wie du Dinge prägst, wie deine Familie prägst, wie du sie segnest, wie du deine Kinder segnest, wie wir es heute Morgen gemacht haben, wie wir unsere Zeit investieren in Familie, in Freunde, in die Gesellschaft. Das hat Einfluss, das kann vervielfacht werden, das schafft, und das ist Paulus' Punkt, Zufriedenheit, das schafft Frieden. Und dann beendet Paulus diesen Brief mit Grüßen. Wahrscheinlich geht es euch ähnlich wie mir, dass man schnell über diese Grüße hinwegliest oder zumindest denkt, naja, also in der Wichtigkeit sind diese Grüße halt mal ganz unten, haben eigentlich nichts zu bedeuten. Aber ich glaube, diese Grüße sind gar nicht so unwichtig. Und ich vermute gerade, ihr Älteren, ihr erinnert euch noch an die Zeiten, wo das Tradition war, in den Gemeinden, im Gottesdienst zu grüßen, voneinander. Das geht zurück auf Paulus, der das ganz gut gepflegt hat in seinen Briefen. Ich weiß nicht, ob die Form in diesem Sinne noch angemessen ist, und wir sind eine größer werdende Gemeinde, es ist viel Dynamik und vielleicht muss man andere Orte und Plätze finden, keine Frage. Aber der Gedanke dahinter, dieses einander grüßen, der ist, glaube ich, immer noch zentral. Denn für Paulus waren diese Grüße aus seiner Zelle und in seine Zelle zurück, das war ja ein Geben und ein Nehmen, um in seinem Bild zu bleiben, das waren emotionale und geistliche Energy Drinks. Und die braucht er. Und die brauchen wir genauso. Bis heute sind Grüße wichtig, weil sie uns erinnern, wir gehören zusammen. Es ist die Vergewisserung, wir stehen zusammen und wir können uns dem gemeinsam stellen im Glauben an Jesus Christus. Wir sind verbunden durch ihn, durch den Heiligen Geist. Und es ist die Erinnerung, dass wir auch hier in der Gemeinde, in der Friedenskirche, dass wir mehr sind als die 120 Leute, die wir jetzt hier sehen. Und wenn du zu Hause zuschaust, da ist die Kamera, schön, dass du zuschaust, du gehörst dazu, du bist ein Teil von uns. Wir sind Gemeinde. Und wie wäre das, wenn wir untereinander den Kontakt suchen? So wie Paulus, und uns mit diesen Worten stärken. Ich bin allem gewachsen durch den, der mich stark macht. Nicht als Appell, aber als Appetizer. Nicht als Appell, aber als Appetizer, als eine Erinnerung. Jesus stellt sich zu dir in deiner Situation und deswegen bist du dem gewachsen. Er macht dich stark. Amen.